Oh, ich will leben. Ich will leben. Und ich will euch mal wieder ein Board des Monats zeigen, denn es ist ja schon Dezember und ich habe noch kein Board des Monats für November gezeigt. Hello. Deshalb kommt das jetzt. Ach krass, du bist wirklich. Hast du das jetzt so erkannt? Ich habe mir extra meine Stimme verstellt. Ja, aber der Name ist nicht geändert. Ja, scheiße. Das war wohl mein Fehler. Und auch wenn ich im November natürlich schon Battlefield 2042 gestreamt habe, ist das beste Twitch-Live-Match dann doch wieder Hand Showdown geworden. Ich springe auch gleich schon mal ein bisschen vor. Wir haben nämlich den Boss, den Butcher, schon gefunden. Und dann springe ich wieder ein bisschen zurück. Okay. Hattest du das auch gerade? Was? Ich hatte gerade ganz krasses Rubberbanding. Nee, gar nicht. Okay, da ist schon Feindvolk anwesend. Kommt wahrscheinlich aus Richtung Fork. Jo. Also aus Süden auf jeden Fall. Ich würde ja ganz gern um das. Okay, da wird schon geschoten. Nehmen wir das mal ab. Links am Hügel. Gesehen. White Shirt. Ist der jetzt Frau vom Dach? Das Teil mir quälen lange. Hoffentlich noch da oben. Oh, frack. Das wird eng. Oder nicht? Der Mate hat auch gleich noch. Okay, gleich auch noch geworfen. Komm mal fertig, das Ding! Double Kill! Alligator is at the blue train. Okay. Two dead inside. Ah, you killed two? Yeah. Oh, ein Französe! Im Hof Sigmund. Im Hof die Grünen, sagt er, okay. Anybody got a light? Und jetzt wird er noch richtig voll, ist der Single Boss. Still red. Still ran. Könnte halt auch ein anderes Team mittlerweile sein. Special Ammo. Would be special nice. Okay. Wollte gerade ins Wasser und dann das. Ah! Und noch da. Oh, die ist schon lit. Ist nach hinten weg. Ja, das kann ja in der Zwischenzeit natürlich da oben der Typ. Löschen. Naja, da gibt es dann mehr Kills hinten raus. Oh. Ich glaube, da oben ist einer im Haus. Ja.
gucken. Noch so eine Granate reinkriegt. Oh, es gibt Fenster zu. Shit. Links außen. Okay. Oh, Mann, Fenster. You deserve a medal. Okay. Nein! Das war's! Erde? Sehr schön. Schwitze! Ja, ich brauch deutlich Moon. Hier liegt eine Labelle. Die sind aber, glaube ich, dann auch alle Teams da mittlerweile. Ja, lass dir Zeit, ey! Und nachladen! Okay. Scheiße. Ah, Sticky Bomb wäre geil. Anybody got Sticky Bomb or something to kill the boss? Just normal. Okay. No. But I got two sticks, so I can try. Ah, oh, never mind. Let's just kill the other guys. Yeah, but I died once. Läuft einer rein. Two in there. Na, wenigstens weiß ich, dass hier genug Moon rumläuft. Oh, das. Wie lang das immer dauert, das Nachladen mit dem Teil. Jetzt machen wir mal Guckchen drauf. Oh! Genau. Was? War nicht! Jetzt geht sie doch bestimmt dahin. Muss down sein, hä? Gebrannt? Ja. Wird überhaupt nichts down. Oh, she's on fire! Ich darf ja nicht. So. Gib mir noch mehr Munition. Gib alle Munition, die du hast. Ach, hier geht's nicht mehr. Was ist denn noch? Boah, das Ding ist on fire. Yes! It is all true! Jetzt stehe ich richtig scheiße. Aua. Geh mal da hin und bring die alle um. Das reicht mir jetzt. Hab ich noch was zu schmeißen? Ja. Oh, nächstes Team oder was? Oh, okay. Ja, dass die jetzt nicht kickt. Shotgun!
Ich stehe hier so schlecht. Oh, shit. Ist er drin? Shit. FBI, open up! Oh! Bimon! You just killed me! Ne, stimmt überhaupt nicht. Vielen herzlichen Dank! Ja, Wahnsinn! Ja, Wahnsinn! Ey, was für ein Timing! Schön, dass ihr da seid. 3881 Zuschauer. Das ist ja unglaublich. Dieses Match ist übrigens auch unglaublich. Nein! Oh nein, ich habe so viele Kills wie noch nie gemacht. Jetzt liegen wir alle da. Es hängt alles am lila Lump. Oh, mach bitte den Boss. Mach bitte erst den Boss, du bist gleich 3 gegen 1. Er kann mich übrigens nicht hören, das sind random Teammates. Da schmeißt er mir da die Konzertina vor den Latz. Ich will leben! Ich will die Runde nicht verlieren, ey. Warum heilt er sich nicht? Also es läuft. Dieses Spiel ist immer so spannend. Deshalb will man. Oh nein! Deshalb hoffe ich, wir spielen das mal miteinander. Also es sind jetzt noch 2 meiner Teammates gegen die 2. Oh, der eine sieht die nicht mal. Oh, die. Ich bin am Boden, kann aber gerest werden. Ist jetzt hier dann noch 2 gegen 2. Und nebenan im Gebäude ist der Boss, um den es eigentlich in diesem Spiel geht. Ich bin gerade mit einer Konzertina mit einer Stacheldrahtfalle gekillt worden. Das heißt, die können mich jetzt nicht ohne weiteres wieder aufstellen. Die müssten erst den Stacheldraht von meinem Leib entfernen. Das heißt, wenn jemand Dynamit hätte, könnte er das wegsprengen. Oh, jetzt kriegt er die selber. Jetzt kriegt er die selber! Ah, es ist weg! Wir müssen jetzt eigentlich den Boss machen. Oh nein, da kommt was geflogen. Ach nein, er schmeißt was. Oh nein! Ich hab ihn einmal getroffen! Eine Kugel noch! Oh fuck, die Waffe ist leer. Okay, der letzte. Ja! Jawohl! Oh. Oh Gott! Oh Gott, war das gut! No, you played really good. Oh boys! Leck mich am Arsch! Ernsthaft! Also ihr kommt wirklich. Yeah, I saw that. I shot him once, but that wasn't enough, obviously. Boah! Was für ein Match. Ja, keine Sorge, das haben nur 3700 Leute gesehen. You deserve a medal. Wow. Also an alle Neuankömmlinge, die das Spiel nicht kennen, das ist Hunt Showdown. Ist in meinen Augen der spannendste, beste Multiplayer-Shooter zur Zeit dieser Welt.
Und da bleibe ich auch dabei, auch wenn zwischenzeitlich Battlefield 2042 rausgekommen ist. Aber ihr habt ja auch alle den holprigen Start von Battlefield 2042 mitbekommen. Nichtsdestotrotz finde ich einfach das Spielprinzip von Hunt Showdown so spannend. Das gibt's halt nirgendwo anders so. Zumindest in meinen Augen. Nachdem wir jetzt hier alle Gegner niedergestreckt hatten, mussten wir nur noch entspannt den Boss machen und dann zum Ausgang laufen. Schön war es. Ein mega geiles Match. Mega geil. Also, please stop that. Würde mich nicht wundern, wenn man das demnächst mal auf YouTube sieht, als Boah des Monats. Denn das war wirklich Boah. Ja, das war super. Ja, natürlich. Hat keiner gesehen. Nein. Alles gut. Sag euch. Tschüss, Mates. GG. 11 Kills. Es gibt 9 Gegner im Spiel. Wir haben 11 Kills gemacht. Du kannst natürlich mehrfach Kills machen, wenn einer stirbt und wiederbelebt wird. Aber bei 9 Gegnern im Spiel ist 11 Kills schon ganz geil. Ach, ein großartiges Match und beantwortet gleichzeitig wohl auch die Frage, ob ich auch trotz Battlefield 2042 noch weiterhin Hunt Showdown streamen werde. Offensichtlich werde ich das. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal live auf Twitch dabei, denn ihr seid immerhin die Besten. Aber das seid ihr auch, wenn ihr nur hier auf YouTube zuschaut. Also bis dann, ich bin der Fabian. Ciao.